Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Sunless Sea. So, jetzt mein new Treadlord. Saugeil. Iron Republic. Also beschrieben ist das schon schön. Engaging Officer. Cannoneer, my lord, are you looking for a gunner? Einen Arzt gebrauchen und den ersten Offizier. Fuel. Okay. Ich muss mal irgendwas machen, um den Tapper runterzukriegen, oder? Okay, ich habe mal Informationen gesammelt. Wir brechen wieder auf, das ist gar nicht so leicht, hier drin zu manövrieren. Nein, wir wollen nicht... Full Power. Was? Dann fahren wir mal langsam, bevor es explodiert. Egal, ja, scheiß drauf, wir geben die Speed. Oh, was ist das denn? Ein republikanischer Trapnaut. Der sucht keinen Stress mit uns, wir suchen keinen Stress mit dem. Alles gut. Das Frettchen wird nicht so geil. Aber diesen Forest haben wir immer noch nicht entdeckt. Warum habe ich denn jetzt eigentlich so eine schwarze Lücke? Ach stimmt, ich bin eine Zeit lang... Das ist nämlich so ein bisschen an Dungeons and Dragons, so mit dem Unterreich. Das Runeshmi-Port. Ja, nächster Hafen, legen wir mal an. Wow. Klöcken. Ja, ich weiß, ich bin schon... Ach, der ist kaputt. Da kann man gar nichts machen. Eine Nebelbank.
Weiß nicht, was das ist. Ah, das ist immer interessant. Jetzt wissen wir mal, wie groß die Karte ist. So ein bisschen wie bei Civilization, wenn man am Anfang nur die Triremen hat, die nicht aufs offene Wasser hinaus dürfen, man muss die ganze Zeit an den Küsten fahren. Ich hoffe, bald kommt wieder ein Hafen, das wäre irgendwie hier... Ah, das sieht gut aus. Das wäre nicht hier Treibstoff. Oh. Aber wirklich aggressiv scheint das hier nicht zu sein. Warum ist eigentlich unsere nach hinten gerichtete Waffe stärker als unsere nach vorne gerichtete? Gar nicht genau, wo wir hier drin rumgurke. Egal, wir sammeln es erstmal ein. Ich bin ja nicht so... Scheiße, wir hätten das andere machen sollen. Hinterher ist man immer schlauer. Na komm, ein bisschen Speed, dann legen wir hier an. Nein, es schwebt an, ich asche mir da irgendwas. Okay, Port Canadian, London's First Undersea Colony.
südliche Hitze. Sehr witzig. So, Shops. Das ist ja witzig, hier kann man irgendein Zeug kaufen. Wo man vielleicht in London verkaufen kann. Ein bisschen Terror verloren, das ist schon mal ganz gut. Sehr schön, ich habe einen Port Report. Das ist, glaube ich, hier in der Admiralität recht begehrt. Aber sonst ist das hier nicht wirklich interessant. Ich will das Schiff wieder klar schiffen, gefechtsbereit habe, weil ich nicht genau weiß, was das für ein Viehzeug ist, was da rumschwebt. Das war gar nicht so billig hier die Reparatur. So, Freunde der Nacht, dann im wahrsten Sinne des Wortes, dann brechen wir mal wieder auf. Lassen wir mal eine Fledermaus fliegen. Toll, jetzt war ich abgelenkt durch den komischen Bildschirm. Gerade repariert, schon wieder Dell im Lack. Schmiedelack verkratzt, Dell drin, ja? Ja, du bist die Glück komme hier weg. Okay, wir sind durchgebrochen. Da ist irgendeine Bucht, gell? Da hinten ist, ich habe es gerade gesehen, da ist wieder irgendeine Boje. Ich würde trotzdem mal kurz gucken, was das für eine Boje, ach Quatsch, Boje, was das für eine Bucht ist. Okay, da ist nichts Interessantes. Wow, Wendekreis, Wendekreis, jawoll! So!
Du bist aber echt Duschte. Was ist das denn? Sehr schön. Das ist willkommen. Ah, hier kann man auch wieder Kaffee bohnen. Ja, Taucher verloren, das ist gut. Ja, aber irgendwas habe ich gespürt. Ja, ich habe einen Port Report. Sehr schön. Hier kann man aber sonst offensichtlich nichts machen, großartig. Dann brechen wir auf. Na, warum reagiert er jetzt nicht? Hängt. Irgendwie hängt das Spiel. Ich würde sagen, ich starte das Spiel mal neu. Ja, das hängt. Okay, wir sehen uns hier gleich wieder. So, und da bin ich wieder. Jetzt geht das auch alles wieder. Schön. Ach so, wenn man das Spiel startet, kommt da übrigens ein Zitat von Joseph Conrad, wobei der Mann ist Pole. Kommt man auch hin. Weiß gar nicht, der, also er hat so einen ganz langen polnischen Namen wieder. Josef Konrad könnte man eigentlich schon sagen. Egal. Auf jeden Fall weiß ich nicht genau, ob das Zitat jetzt aus Nostromo oder Herz der Finsternis ist. Ist auf jeden Fall beides lesenswerte Bücher. Ne? Kann man ruhig mal lesen. Ach, das war, ach, deshalb hing das. Man musste den Tag beenden. Man darf einen Tag dafür bringen. Dark Riven Straits. Man sieht es aber auch nicht so nicht erfreulich ein, oder? Oh! Das greift die Hülle an. Wie unerfreulich.
Ja, aber 32 und 40 ist okay. Also ich persönlich glaube immer noch, dass ich mich verfranzt habe und so weit hätte gar nicht fahren müssen für den Auftrag von Admiral. Sondern seit wir wollten das Spiel ja ein bisschen erkunden, deshalb habe ich extra die Kohle gecheatet. Ja, und deshalb braucht man das nicht zu nennen, gell? Keine Insel. Okay. Wie interessant. Aber erstmal schon mal wie immer kein Shops. Ist aber schlecht. Es langt schon. Wir hauen wieder ab. Ich muss einen Hafen finden, wo ich meine Vorräte auffüllen kann. Notfalls müssten wir nämlich rumdrehen nach Apis Mead. Apis. 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 Ich wusste gar nicht, dass ich die Offiziere habe. Habe ich doch gar nicht. Aber wir fahren wieder in den Nebel. Das ist echt schön geschrieben. Ingies Castle ist im Nordosten. Oh. Da sollten wir jetzt aber besser nicht reinfahren. Vielleicht gehen wir hier Sprit und nach und Vorräte. Ich glaube, wir sollten uns woanders suchen. Also wir versuchen jetzt noch nach Norden zu fahren. Wenn da aber auch kein Hafen auftaucht, müssen wir wieder zurück nach Apis, um aufzufüllen. Da links ist irgendwas. Empire of Hands ist im Norden. Ach, da ist ein Leuchtturm.
Okay, ich fahre südlich drumherum, um anzulegen. Ich hoffe, dass die einen Laden haben, wo ich Sprit und Nachschub bekomme. Sonst wird das langsam knapp, um zurückzukommen nach Papers Meet. Gut, so kann man da nicht andocken. Ja, die Delle im Lack habe ich selbst zu verschulden. Gut. Was? Das sind Affen. Affen beherrschen hier das. Okay. Was auch immer. Kein Shop. Soul Hungry Monkey. Immerhin ein bisschen. Ja, oder so. Sehr schön. Aber man muss das erst so erkunden, dann kann man erst einen Hafenbericht erstellen. Will ich zu einem Tempel in dem Urwald laufen? Ah, komm. Fehlen immer noch zwei. Nee, nix. Relax, das hört sich gut an. Gott, Terror verloren. Was? Ich habe so eine Art Mowgli gefunden. Kann man es als Dings mitnehmen, als neues Maskottchen hier? Das komatöse Frettchen macht's ja nicht mehr.
Ja, wenn man nackig zurückkommt. Aber Männer habe ich Terror verloren. So. Jetzt haben wir es aber auch verdient. Wir dampfen ab. Wir sind immer noch relativ weit südlich. Und natürlich weit östlich von London. Da immer nur gespeichert wird, wenn ich in einem Hafen anlege und also in einem Dock liege. Müssen wir auf jeden Fall jetzt noch einen anderen Hafen entdecken, wo wir dann den nächsten Cut setzen können, bevor das Video nicht wieder so lang wird. Das sieht aber ungesund aus. Sieht so nach Spinnen aus. Ich bin dafür, dass wir nicht anlegen irgendwo. Obwohl das hinten schon interessant aussieht, gell? Ach, das sind lauter Schiffe, die da. Oh, wow. Kann man andocken. Wir machen einen kurzen Bogen und dann fahren wir wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich anlegen sollte, aber andererseits, wir sind ja extra dafür da, gell? Gut. Dann würde ich sagen, ich setze einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.